Sie heißt Miss Amphipolis. Komisch, dass eine Frau sie in den Wettkampf schickt. Empörend, wie kann eine Frau einer anderen das alles antun, nur um hier zu gewinnen? Ich denke stur nur an die Lebensmittellieferung an mein Dorf, wenn ich gewinne. Die hat der Palatin mir versprochen. Also, mich hat niemand gezwungen, hier mitzumachen. Ich tue das alles nur, damit ich von hier wegkomme. Und dieser Miss Amphipolis kann ich nur raten, mir dabei nicht in die Quere zu kommen. Danke für die Warnung. Ich werde sie mir genau merken. Ja, tu das. Ich werde gehen. Von so viel Dampf wird man ganz schrumpelig. Ich gehe auch. Außerdem beginnt gleich der erste Wettbewerb. Mir scheint, dass die an dieser Sache besonders viel liegt. Nein. Ich will nur gewinnen. Verlass dich drauf, dass ich alles dafür tun werde. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Immer noch nicht da? Nein. Du weißt, wenn sie die Show verpasst, ist sie raus aus der Konkurrenz. Ohne Wenn und Aber. Schluss, finito. Raus! Ich weiß das. Genauso wie die Fürsten. Wie die sich benommen haben. Als ob es bei der Sache um sie ginge und sie die Größten wären. Das kann ich dir sagen. Die geben alles drum, um zu gewinnen. Du merkst auch alles. Die Frage ist nur, welcher war's? Wenn ich das nur wüsste. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss die Show moderieren. Wenn Xena kommt, zieh ihr das Kostüm an und schick sie runter auf die Bühne. Wenn sie rausfliegt und das alles nicht mehr kontrollieren kann, sind wir weg vom Fenster. Ciao, ciao! Auf geht's, Herrschaften! Und nochmals einen herzlichen Applaus für Miss Artifice. Oh, kommt schon, Applaus für Miss Artifice! Näher, näher! Einen Applaus für alle Teilnehmerinnen. Yes, hallo! Doch jetzt ist es mir eine besondere Freude, Ihnen zu präsentieren unsere letzte Kandidatin, Miss Amphipolis. Wirklich? Brillante Verkleidung! Tut mir leid. Was war? Du wurdest beinahe disqualifiziert. Genau das hat jemand gewollt. Sie haben Xena im Dampfbad eingesperrt. Da wollte dich einer abkochen. Ja. Und ich glaube, ich weiß wer. Suchst du vielleicht das? Jetzt eine ehrliche Antwort. Du hast die Falsche erwischt. Na schön, na schön. Hab ja nur Spaß gemacht. Hast du keinen Humor? Den muss ich wohl im Dampfbad verloren haben. Ist es das, was du unter Spaß verstehst? Wollte ich ja nur ein bisschen erschrecken. Und warum wolltest du mich erschrecken? Weil ich wusste, dass du es wusstest. Das mit mir.
Ich wollte nicht, dass du es weitererzählst. Und als ich die Tür wieder aufschließen wollte, warst du schon weg. Wieso sollte ich dich verraten? Das kapierst du nicht, weißt du. Von einer Frau wäre das wohl auch zu viel verlangt. Hier kann ich endlich mal zeigen, wie ich sein will, ohne dass die Leute lachen. Oder noch Schlimmeres. Sonst muss ich mich immer nur verstecken. Hier kann ich mal zeigen, wie ich wirklich bin. Verstehst du? Ja, ich glaube schon. Ich verlange nicht, dass mich die Leute verstehen. Und es tut mir auch leid, dass ich dich da schmoren ließ. Ich hoffe nur, dass du mich ruhig von hier abhauen lässt, ohne es an die große Glocke zu hängen. Mach ich. Wer es verdient, soll auch gewinnen.